Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Wie schon gesagt, das letzte Mal haben wir mitbekommen, dass Großbritannien und Frankreich, Spanien und so weiter gerade ziemlich beschäftigt sind. Deswegen haben wir uns überlegt, vielleicht könnten wir Preußen den Krieg erklären. Immerhin haben sie uns das ein paar Jahre zuvor abgenommen. Okay. Wir alle sind ganz, ganz grantig deswegen. Ich nehme mal an, Frankreich und Großbritannien werden sich nicht einmischen. Und ich hoffe, dass wir Russland davon überzeugen können, dass sie uns helfen. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt, oi. Schaut nicht da, doch schaut gut aus. Frankreich wird uns auch helfen. Das ist gut. Wir könnten alle zusammen auf Preußen losgehen. Das wär's. Genau das ist es, was wir machen müssen. Oder? Schon. Mobilisieren wir mal unsere Truppen. Ich frage mich gerade, was die besseren Verbündeten sind. Frankreich oder Russland? Wahrscheinlich Russland. Frankreich wäre auch cool als Verbündeter in dem Krieg. Schauen wir mal. Okay, sie wollen Tirol, Südtirol, Steiermark und Österreich. Bist du da? Gut, also diesen Krieg müssen wir jetzt führen. schauen wir mal. Was wollen die Russen? Offer Liberate Subject. Das klingt cool. Kostet nämlich keine Infamie. Oder? Offer Liberate Country. Pommern. Dafür würden sie das machen? Machen wir doch glatt. Und gleichzeitig, schauen wir mal, was wir in Frankreich wollen. Die wollen auch Liberate Country. Oder auch nicht. Kann ich erst, wenn die Russen Ja oder Nein sagen. Verstehe. Selbst Schweden würde vielleicht mitmachen. Das finde ich ja cool. Alle auf Preußen los. Das klingt nach einem Plan. So, du Freund, bist unser Angreifer hier. Was ist mit dir? Experienced Diplomat? Nein, nein, nein. Was ist mit dir? Cruel? Plus 25% Killrate. Plus 10% Offense und Defense. Finde ich gut. Angreifer hier an der krakauischen Front. Du verteidigst den Krakau. Du verteidigst in Böhmen. Radetzky. Greifst hier auch an. Du verteidigst hier. Perfekt. Alle eingeteilt, außer du. Ja, du machst auch Verteidigung hier in Krakau. Pass. Was ist Russland?
Ja. Schweden ist auf ihrer Seite eingestiegen. Das finde ich nicht richtig. Aber Russland ist auf meiner Seite eingestiegen. Wow! Preußen hat aufgegeben. Ohne irgendwas. Yes! Wir haben Schlesien erobert. Wir sind so gut. Ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Ah, ja, das ist gut. Und ohne, dass wir den Russen eine Obligation schulden. Das finde gut. So. Schlesien ist Spitze. Das kriegt plus 10% auf Coal Mining. So, wir werden diesen Staat inkorporieren. So, was haben wir dann noch? Gut, wir haben zu wenig Infrastruktur, wir haben zu wenig Taxation Capacity. Das heißt, was wir als erstes machen dort. Wir haben eine Arms Industry und Tooling Workshops hier. Ist ja cool. Eine Universität ist ja auch. So, was wir als erstes machen ist Government Administration. Davon machen wir gleich zwei. Sicherheitslager. Und Bleiminen haben die auch. Bist du irre? Wahnwitz. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So, warum haben wir jetzt da minus 300? 20, frage ich mich. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Starker kann man doch aber kein Skill nennen. So, schauen wir mal. Ah ja, Munition. Wir gehen zurück zur Line Infantry. Und ich bin da. Das habe ich in Between Episodes gemacht. Skirmish umgestellt. Wir werden das so machen. Wir importieren gerade noch Munition. Ja, hier ist definitiv der stärkste Angreifer. Das heißt, er kriegt die stärksten Truppen. So, und dann überlegen wir uns, woher kommt das? So, ah, interessant. Die Kosten sind gestiegen für das wegen der Infamy. Ah, das erklärt vieles. Wir sollten nicht so angreifen. Dadurch steigen diese Diplomatiekosten. Ist ja cool. Also eigentlich nicht, aber. Das heißt, wir werden uns jetzt zurückhalten mit weiteren Kriegen, beziehungsweise weiteren Diplomatie-Sachen. Immerhin haben wir den Preußen ein wirklich starkes abgeknöpft. Population stark gestiegen. Radikale auch, Loyalisten nicht. Boah, 5 Millionen, 5,5 Millionen Radikale. Nicht schlecht. Das könnte noch problematisch werden. Problematisch fürchte ich fast. Oh Gott.
Zu welcher Militärzone gehört das eigentlich? Polnischen, gell? Ja. Wenn da vielleicht sogar noch eine Barracks dazu kaufen, dann macht es wahnsinnig, nicht genau 5 Schritte sind. Auch wenn das natürlich jetzt sinnentleert ist, aber wir haben eher eine Reason Arms Industry dort dazugekriegt. Ich meine, Size 5. So teppert. So, schauen wir mal. Wie schaut das aus? Wir haben 15,1.000 plus. 15.000 Woche. Wir können noch eine Construction Sector kaufen. Einfach. Ja, die muss man rauskommen. Papierpreis, wie schaut das aus? Ah, Papier ist so teuer. Wir brauchen mehr Papier. Klar, steckt auch ganz schön und Eisen auch. Aber durch Schlesien ist der Kohlepreis gesunken und der Werkzeugpreis, das ist gut. Luxuswaren werden auch langsam problematisch. Und das ist gesunken. Kann ich irgendjemand so Manowars kaufen? Piemont, die Osmanen. Warte mal, irgendjemand, den ich will? Toskana, die will. Ein zweiter. Ah, Sizilien. Genau. Aus mit euch hätte ich ganz gerne eine Allianz. Mit euch oder mit Freund Russland. Ja, na, das wird's nicht spielen. Nicht so bald zumindest. Hier sind im Turmoil, naja. Papier und Eisen sind teuer. Trade Routes, die nicht mehr profitabel sind. Closed Borders. Sollte ich auch an solche Sachen denken? Nicht alle reinlassen. Oder nicht alle rauslassen.
Bleiminen. Ah, wir sind schon beim nächsten Konstrukt fertig, oder? Ja. Es geht so schnell. Finde ich gut. Kohleminen, Kohleminen. Und dann sollten wir uns schon wieder überlegen, was wir als nächstes bauen. Papierfabriken vielleicht. Munition geht noch nicht. Das dauert noch 5 Monate circa. Hardwood. Könnten Produktionsmethoden ändern und mehr Hardwood herstellen. Oh, wir können ja so lange auf Sawmills umstellen. Unsere Tools sind tatsächlich relativ günstig. Mal die ersten drei. Ah, wir haben schon Sawmills eingestellt. Zwei fehlen noch. Na gut, das machen wir dann. Dann ist Hardwood auch billiger. Und Holz generell sowieso. So, Essen und Papier sind wichtig. Kleidung wird auch langsam teuer. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, was ist da? Preußen möchte Mecklenburg-Strelitz erobern. Wir können da eh nichts machen, weil ich glaube, ich kann da nicht einsteigen, weil ich einen Truce mit ihnen habe. Mit Preußen. Also mit Waffenstil. Also ne? Vertrag halt. Russian War Reparations. Doch, ich könnte, wenn ich wollte. Cool wäre es natürlich, wenn Russland einsteigt. Dann würde ich auf jeden Fall auch einsteigen. Jo. Oh. Was ist los? Mecklenburg-Strelitz existiert noch? Haben sie nicht versucht, zu erobern? Echt jetzt? Russland ist tatsächlich eingestiegen. Und Preußen ist dann sofort ausgeschieden. Urcool. Mecklenburg-Strelitz ist jetzt reich. Russland ist einfach großartig. Die wissen einfach, worum es geht. Ah, das ist auch wieder besser. Warum das? Offensichtlich ist meine Infamie wieder gesunken ein wenig. Wir sind infamous, 31,5 Minuspunkte. Wir werden jetzt nicht wirklich mehr was erobern in nächster Zeit. Wir bauen das langsam sicher ab.
Spanien ist aus dem Krieg heraus. Oder Frankreich, oder beide. Frankreich und Großbritannien hier Krieg führen so lange. Schädigt nämlich beide. So, rangmäßig sind wir wieder Vierter. Yay! Und ein Prestige. Und eigentlich sind es mehr, wenn das Humiliation weg ist, dann ist es dann auch wieder besser. Gut, unser GDP ist bei, also unser Bruttoinlandsprodukt ist bei 40 Millionen. Eigentlich gar nicht so weit weg von Frankreich und Russland. Und Russland neigt dazu, nicht wirklich zu steigen mehr. Also es steigt recht schön eigentlich. Was mit Preußen? Oh, habt ihr was verloren? Komisch das, wie das. Hihi. So, außerdem haben wir gesagt, warte mal, wir brauchen Stahl. Wir gesagt, nur Stahl, wenn alles fertig ist. Außerdem schon mal Glas. Venedig und Böhmen. Machen wir Venedig eins weiter. Da brauchen wir nämlich auch Porzellan. Sowohl Porzellan als auch Glas sind teuer bei uns. Porzellan teuer, Glas sehr teuer. Gut, Stahl ist eigentlich auch schon wieder teuer. Eh gut, dass man Stahl bekommt. Und Kohle ist auch. Ja, sehr. Und Tools sind auch schon wieder teuer. Ja, Tools auch. Und wir haben gesagt, Kohle brauchen wir. Ach so, nein, warte mal. Machen wir nicht hier. Machen wir mal hier. The Nation of Alexander von Scherer has offered to spend some of their personal wealth on the creation of a university in East Galicia. Super. A wonderful idea. Klingt großartig. Nur zu. Ihr könnt so viele Universitäten stiften, wie ihr wollt. Ich bin. Muss zugeben, ich bin eh nicht glücklich, selber diese Dinger zu bauen. Dadurch wird zwar Papier noch einmal teurer, aber was soll's. Essen ist auch schon wieder so teuer. Das gibt's ja nicht. Kaufen die Leute Essen weg? Nein, wir brauchen einfach viel mehr. Gut. Wir können ja, oh, wir haben ja Sweetener, sehe ich gerade. Meine Güte, wir können ja die Produktion verbessern hier. Haben wir überhaupt Zucker? Ja, Zucker haben wir. Muss gar nicht so teuer. Wie es ausschaut. Machen wir mal. Sich das noch aus? Ja. Machen wir überall. Punkt fertig. Jetzt schauen wir mal, wie es dann ist.
Hey, Percussion. Ja. Das heißt, wir können Munitionsfabriken bauen. Dafür brauchen wir auch Blei. Oh, wir brauchen auch Explosives. Das ist nicht gut. Haben wir schon vorher Explosives? Das können wir, glaube ich, noch nicht herstellen, oder? Mist. Dafür brauchen wir Düngemittelfabriken. Also eine chemische Industrie. Das können wir dann schon gleich. So, was machen wir hier? Railway. Und Railways. Das brauchen wir ganz, ganz dringend. So, Munitionsfabriken. Wir haben noch keine Explosives, da bin ich mir ziemlich sicher. Keine Munitionsfabriken. Ja, keine Explosionen. Ach. Okay. Na dann. Bauen wir mal einen Turm. Ich habe keine Ahnung, ob wir von irgendwoher Explosives kriegen. Schau mal. Was sagt der Markt, wenn wir Explosives importieren wollen? Explosives. Aus Preußen, Frankreich und dem britischen Markt. Aber nicht viel, was wir da einführen können. Na gut, das machen wir dann, wenn wir es brauchen. So, wie schaut das aus? Wir sind immer im Plus, was die Produktion betrifft. Ich meine, wir könnten natürlich die senken. Das würde die Leute weniger radikal machen. Aber dann wären wir auf jeden Fall im Minus. Wir könnten auch da mehr Gehälter zahlen. Wir können das ja eine Weile machen. Machen wir es mal eine Weile, bis wir ein bisschen den Dings, unseren Überschuss abgebaut haben. Weil ich will nicht ins Cap kommen, das ist schlecht. Weil alles, was wir dann drüber produzieren, produzieren wir ins Nichts und das wollen wir auf keinen Fall. Government Administration. Yay. Nur Stäßchen besser besteuern können.
Schaut gut aus. Eine Wahl haben wir auch bald. Na, wisst ihr was? Ich komme gleich, bevor ich vergesse, die vierte Stufe vom Stahlwerk.